Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 2. April 2019, Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet. Sie haben auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und auch die kosmischen Einflüsse, und dadurch entstand ein Kalendersystem, ein sehr präzises Kalendersystem. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil zerstört. Ein Teil ist aber noch erhalten geblieben von diesem Kalendersystem. Und auch wenn für uns das so fremdartig erscheint, auch die Bilder, möchte ich näher bringen, damit wir diesem Kalender auch mal kennenlernen. Und vor allem entspricht die Tagesqualität exakt. Und somit haben wir den Einblick, und können wir unseren Alltag so gestalten, dass wir im Einklang sind auf diesen Naturkräften. Im Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Die Zahl 13 und die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen der Mayas. Diese Wellen bedeuten Frequenzen, Töne, Schwingungen. Und wir befinden uns gerade in der 9. Welle. Eine Welle dauert in diesem Maya-Kalender 13 Tage lang. Das ist so ähnlich zum Vorstellen wie in unserem Kalender die 7-Tage-Wochen. Und diese 9. Welle dauert bis 6. April 2019. Und hier begegnen wir uns mit Feuerelement, und das heißt Aktivität, aktiv zu sein. Auch die Begeisterung und Leidenschaft, begeistert zu sein von etwas. Und hier in dieser Welle haben wir die Schlangenenergie. Diese Schlangenenergie kommt auch in der Mythologie vor. Das ist nichts anderes als die Geschichte von Asklepios. Asklepios ist der Schlangenträger. So heißt auch dieses Sternbild im Himmel. Dieser Schlangenträger, dieser Sternbild, befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Dieser Sternbild, Schlangenträger, befindet sich sogar im Ekliptik. Die Ekliptik ist wie ein Gürtel, wie ein Band, und sind die 12 Tierkreiszeichen. Die große Frage ist, warum zählt man den Schlangenträger nicht zu dem Tierkreiszeichen, wenn schon auf die Ekliptik befindet? Und ich kann diese Frage nicht beantworten, weil das würde uns heißen, wir haben nicht 12, sondern 13 Tierkreiszeichen. Dieser Schlangenträger hat Schlangen in Hand. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Und dazu die Geschichte, die mythologische Geschichte von klassischen griechischen Mythologien. Der Schlangenträger oder Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Asklepios ist der Arzt, der himmlische Arzt, und hat von Chiron gelernt. Chiron ist der göttliche Heiler, dieser Kentaur, halb Pferd und halb Mensch. Er hat Asklepios belehrt mit dem Heilkunst.
Und so wurde Asklepios der himmlische Arzt. Und es gab ein Kind, der Sohn von einem König, und dieses Kind ist in einen Honigtopf gefallen. Und Asklepios musste dieses Kind retten, musste ihn heilen. Und dann kamen die Schlangen. Und die eine Schlange trägte den Gift in sich und die andere Schlange trägte den Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine sehr wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit dem Heilkräuter oder mit dem Gift? Zum Glück hat Asklepios die richtige Entscheidung getroffen und hat diesem Kind geheilt. Das war die Heilung. Und diese Geschichte erzählt uns etwas sehr Wichtiges. Mit dieser Schlangenenergie begegnen wir uns mit dem Kundalini-Energie. Und diese Schlangenenergie ist nichts anderes in unserem Körper wie Doppelhelix. Und diese Kundalini-Energie zeigt, auch eine schlangenförmige Energie, dass die eine Energie zieht alles nach unten. Und das blockiert, das hindert uns in unserem Leben. Und diese Energie ist mit Gefühlen geladen. Und das sind negativen Gefühlen, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diesen Gefühlen blockieren wir uns. Und erst, wenn wir von diesen Gefühlen verabschiedet haben, dann steigt die Energie nach oben wie Phönix aus der Asche. Das ist eigentlich Skorpion-Thematik. Und genau das zeigt diese neunte Welle, das ist das Thema zur Zeit, unserem Energie verändern, unseren Gefühlen verändern, verabschieden von negativen Gefühlen und die positiven Gefühlen leben, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Und mit diesen Gefühlen ändert sich die Energie. Und das dehnt sich aus, weil das hat eine ganz andere Frequenz und steigert alles nach oben. Und das bewegt sich etwas in unserem Leben und führt dazu, dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind, dass wir die Ruhe finden und erreichen unsere Ziele. Die negativen Gefühle blockieren. Und genau in dieser Wandlung befinden wir uns. Und das erzählt Asklepios, dieser himmlischen Arzt, wie wichtig das ist. Außerdem natürlich die Einflüsse von außen. Die eine Schlange hat den Gift in sich. Das sind die Lügen. Und die andere Schlange hat den Heilkräuter in sich. Das ist die Wahrheit. Dass wir unterscheiden, was ist eine Lüge und woran liegt die Wahrheit. Wenn wir alles glauben, was uns erzählt wird, dann sind wir auch wie dieses Kind und fallen wir in einen Honigtopf. Weil eine Lüge kommt honigsüß. Wie ein trojanisches Pferd kam auch wie ein Geschenk. Und da sollen wir vorsichtig sein, weil wenn wir enttäuscht sind, dann brauchen wir auch Heilung. Ich habe heute ein Video veröffentlicht in meinem anderen Kanal, Venezianisches Liebesorakel. Und dieses Video heißt Scharlatane. Und genau das beschreibe ich. Was ist Energie? Was sind Energiefelder? Worauf sollen wir achten? Wie hängt das mit Gefühlen zusammen und Energiearbeit, Energie? Übertragung, Energieprodukte und Ritualen. Also in diesem Prozess sind wir sowieso und dieser Prozess
dauert bis 6. April 2019. Und das ist für uns eine Seelenreinigung, ein Herzensfeuer und natürlich Wandlung. Wir befinden uns in diesem Erneuerungsprozess. Der heutige Tag ist der 9. Tag, die 9. Welle. Und die Zahl 9 wurde so gezeichnet bei den Mayas. Eine Linie, das symbolisiert den 5 und dann noch die 4 einzelne dazu ergibt die Zahl 9. Die Mayas sagen zu dieser Zahl 9, dass wir geduldig sein sollen und wir brauchen gerade Ausdauer. Wir müssen erstmal den Überblick schaffen über das Ganze und dann kommt die Vollendung. Und weil das eine Transformation ist, ein Reinigungsprozess, passt der Blick, wie sollen wir den Tag beleuchten oder anschauen, das ist die Energie der Transformation. Die Kraftfeld, was die Qualität des Tages beschreibt, ist Ben. Ben bedeutet Mais oder Himmelswanderer. Und das heißt, das Baum des Lebens. Das Baum des Lebens heißt, wir brauchen eine Wurzel, wo wir uns verwurzelt fühlen. Entspricht auch energetisch unserem Wurzelchakra. Wir brauchen Sicherheit, Stabilität, Struktur, ein fester Boden unter unseren Füßen. Wenn wir das haben, auch die finanzielle Stabilität, dann von dieser Haltung kann alles wachsen und dehnen. Und das muss nicht schnell sein. Alles braucht Zeit, eine langsame Wachstum kann auch ausdehnen. Mit kleinen Schritten erreichen wir auch unsere Ziele. Das führt auch zum Ziel. Und dieses Kraftfeld Ben bedeutet auch die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Wenn wir hier auf die Erde verwurzelt fühlen und haben wir Halt im Leben, dann können wir erst spirituell denken. Weil was nützt die Spiritualität, wenn wir selber nichts gebacken bekommen im Leben und haben wir nur Probleme oder finanzielle Sorgen? Erstmal die Basis, die Fundament und dann kommt die Spiritualität. Natürlich besteht eine Verbindung, weil allein die Einstellung zum Göttlichen, zum Spirituellen hilft uns dabei, unsere Träume verwirklichen, unsere Ideen umsetzen im Tat. Aber die Basis, die Fundament, das ist das, worauf wir etwas aufbauen können. Und genau das ist die Energie bei Ben. Wie wichtig das ist, diese Wurzel, verwurzelt zu sein, auch zum Ahnen, zu unserer Herkunft, zu unserer Familie. Weil das gibt uns Kraft. Und aus dieser Basis, mit dieser Kraft, haben wir mehr Flexibilität, mehr Freiheitsgefühl und können wir etwas vergrößern, uns ausdehnen. Weil wir haben dann die Rückenstärkung oder wir haben ein gutes Gefühl dabei, dass es alles gut geht. Und das, was hier vermittelt wird, die Verbindung, die Basis, die Fundament, auch zu unserem Ahnen, auch die Erdverbundenheit und dann in Verbindung zum Sein, zum Himmel, zum Göttlichen. Und das ist das Baum des Lebens. Dieses Energiefeld bedeutet auch,
unseren Grenzen ausdehnen, etwas vergrößern oder etwas mit anderen Augen betrachten, die Überblick. Wir brauchen die Überblick über das ganze Großen. Rosenquarz steht mit Ben in Verbindung. Rosenquarz symbolisiert auch die Liebe. Und energetisch könnt ihr sehr gut damit arbeiten. Einmal in die Woche mit lauwarmen, fließenden Wasser abspülen. Damit wird das entladen, energetisch entladen. Und dann könnt ihr Nacht rausstellen im Sternenhimmel mit Mondlicht. Dann habt ihr die göttliche Energie. Und dann ist es aufgeladen und habt ihr was in Hand wie ein Amulett. Die Mondenergie zeigt sich hier Kauak. Kauak bedeutet übersetzt Regensturm. Eine blitzartige Wandlung, Erneuerungsprozess, Ausdehnen etwas. Wachstum ist hier gesagt und das ist eine weibliche Energie. Und die weibliche Energie herrscht über die Gefühle, die weibliche Energie herrscht über unserem Unbewussten. Und das ist gerade diese Wandlung, Alchemie zwischen Feuer und Wasser. Und dann sind wir wieder bei Schlangenträger Asklepios, weil Asklepios befindet sich zwischen Skorpion und das ist Wasserelement und Schütze und es ist Feuerelement zwischen den beiden und hier bei Asklepios vereint sich Feuer und Wasser. Und hier eine Mischung, das was Asklepios auch zeigt. Die Wasserelement symbolisiert unseren Gefühlen, das ist weibliche Energie, unseren Gefühlen, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, unserer Intuition, das Unbewusste gehört alles zum Wasserelement und das ist weiblich. Und die Feuerelement ist die Begeisterung, die Kraft und Mut, was alles in Bewegung setzt, das ist eine männliche Energie. Und hier kommt das Männliche und Weibliche zusammen. Und so vermischt sich das Ganze und bewegt sich Richtung Heilung. Zu diesem Mondenergie, also Kauak, vermittelt jetzt den Mondeinfluss in unserem heutigen Tag nach diesem Maya-Kalender, hat einen Bezug zum grünen Fluorid. Und der grüne Fluorid hat mit Krebs, auch mit Wasserelement was zu tun. Und Krebs symbolisiert die Familie, unserem Zuhause, auch die Mütterlichkeit, aber auch das Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser eher abwarten, zurückhaltend sein. Hier wird etwas geboren und das ist die Vorbereitung. Dieses Wasser, wo alles entstehen wird. Und genau in dieser Zeitqualität sind wir gerade. Eine Wandlung, eine Ahnung, es kommt was Neues, es wird Neuigkeiten kommen in unserem Leben. Jetzt kommt Wachstum, es dehnt sich etwas aus und wir spüren das auch. Und jetzt erwarten wir die Neuigkeiten mit dieser absoluten Ruhe und Gelassenheit. Und auf diesen Gefühlen sollen wir vertrauen. Und das war meine heutige Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.
Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.